Tanadur, wie sieht denn Ihre Einschätzung zum Pokalspiel gegen Bergisch Gladbach aus? Ja, die Einschätzung, ihr habt das Spiel ja gesehen. Ja. Ersten 20 Minuten ja, ein bisschen Bammel gehabt, aber danach haben wir uns gefangen und man hat da keinen Zweiklassenunterschied gesehen. Sondern in der zweiten Halbzeit war das genau entgegengesetzt. Meine Mannschaft hat dominiert, auch überzeugt. Und da würde ich ganz klar Zweiklassenunterschied für Hohkäppel sag mal, aussprechen. Okay, und jetzt insgesamt, Sie befinden sich ja noch in der Vorbereitung. Das war das erste Pflichtspiel Ihrer Mannschaft. Was läuft bislang gut? Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Also was hervorragend gut läuft, ist klar, unser Team, die Geschlossenheit des Teams. Du kannst 12, 13 neue Spiele in der Saison bekommen. Und wenn du es nicht schaffst, ein Team zu bilden, dann wirst du auch nicht unbedingt aufsteigen oder auch oben mitspielen. Und wir sind in der Teambuilding-Zone und die Mannschaft zieht 100% mit. Und wir haben also Trainingseinheiten mit über 25 Spielern. Und das funktioniert momentan hervorragend gut. Ja? Okay, und zu guter Letzt, mit welchen Zielen gehen Sie in die neue Spielzeit? Ich meine, Sie haben einige ambitionierte Neuzugänge. Wie sehen da die Ziele aus? Also Ziele ist, erstes Spiel, Auswärtsspiel, Frielingsdorf. Das ist unser Ziel. Und dann werden wir die Ziele von Spiel zu Spiel setzen. Ja, dass natürlich der Verein ein Ziel rausgegeben hat, ist aber nicht unbedingt meine Zielsetzung. Meine Zielsetzung ist ganz klar, Auswärtsspiel, Frielingsdorf. Das ist meine Zielsetzung, da Dreier zu holen. Und dann sehen wir weiter, Spiel für Spiel. Ja? Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.